Retro-Gruppe gab es diesmal ein Retro-Bingo, also nicht nur Spenden für das Museum, sondern auch man bekam Spiele davon und da kam heute diese Riesenkiste an. Riesenbabbes. Ich schau mal, was das alles drin ist. Ich weiß grob noch, was ich gewonnen habe, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich hoffe, die Kiste ist eigentlich so groß für das, was ich gespendet habe. Aber dann schauen wir mal rein. Oh, als erstes sehen wir. Hei, ist ja richtig groß. Das ist ein Space Bus von Sierra. Na, verschweißt. Diesen schönen Aufkleber, den mache ich dann gleich ab. Aber sonst ist ja eine Riesenversion. Die sieht nicht so aus wie die ich habe. Wunderbar. Das war die erste Kiste. Dann fahren wir mal weiter. Oh. Ah, stimmt. Da hatte ich Glück gehabt. Das war eigentlich auf dem großen Stapel. Aber der Robin meinte, weil sie so zerdrückt ist, kommt sie auf den kleinen Stapel. Ein Mesh Warrior 2. Aber mit einem Netzwerk. Demo mitgeliefert. Das ist jetzt eine Reliefbox, weiß nicht, ob das so richtig sieht. Ja, schon ein bisschen wunderschön. Und die werde ich auseinanderbauen und dieses Eingedrückte, was man hier ein bisschen sieht, das werde ich natürlich fixen. Wie der Aufkleber. Ach, der geht schon fast von alleine ab. Super. Nächste ist ein Half-Life. Auch wieder Sierra. Irgendwie habe ich es hier nur mit Sierra diesmal. Orange Box. Ich war nicht so ein Shooter-Fan. Das war mir alles zu schnell. Aufkleber kam auch ab. Und das sieht mal richtig gut aus. Nächste Kiste. Eieiei. Oh. Und, ach ja, das habe ich auch noch gewonnen. Das ist natürlich Hammers, ein Messias. Auch original verschweißt. Bin eigentlich gar kein Sealed-Sammler. Mal schauen, wo das hinkommt. Auch zu neu für meine Sammlung. Aber sieht natürlich wunderschön aus. Dann endlich was für meine Sammlung, dass ich auch gleich dazu suchen kann. Ein TIE-Fighter des Star Wars von LucasArts. Da werde ich gleich mal oben im Regal schauen, wie das aussieht. Die Box ist deutsch, aber ich muss kurz reinschauen. Wunderbar, die Disketten. So müssen Datenträger aussehen. Das ist die Version mit dem Buch. Wunderschön. Noch ein Star Wars. Diesmal aber ein viel neueres. Dark Forces. Auch von LucasArts. Die CD-ROM-Version. Die deutsche Version. Die ich wahrscheinlich schon habe. Mal schauen, was drin ist. Da wird sich was ergeben. Dark Rain 2. Eine Strategie. Da muss ich erst mal schauen, wo ich das hinpacke. Ah, hier noch die schönen Aufkleber. Die werde ich dann vielleicht doch mal extra anschauen, wie ich die abkriege. Die sind ein bisschen hartnäckiger. Nur da bin ich drin. Und das war's schon. Das ist wunderschön. Ein wunderschön riesiges Paket, mehr Spiele als Paket. Und dann werde ich mir jetzt mal schauen, wie ich an die Aufkleber rangehe. Jetzt kommt der spannende Teil. Ich habe hier einen Clipchip-Entferner. Da gibt es viele verschiedene. Ich gucke mal, bis ich den leer habe. Und dann schaue ich mal, ob es was Besseres gibt. Der funktioniert, riecht nicht zu intensiv und eine kleine Düse. Und hoffe, das einfach auf den Aufkleber drauf. Ganz wenig, also man sieht, dass der einfach einzieht. Es wird einfach ein bisschen dunkler. Habe ich ja schon mal gemacht. Man muss Geduld haben. Und was der macht, oh Gott, das ist ja unglaublich. Zack, ich habe es vor einer Minute eingezogen. Hier ist ein bisschen was abgegangen, weil ich ein bisschen gezogen wurde. Ansonsten sieht man nichts und der Aufkleber an sich, also der entfernende, der verschwindet komplett. Eigentlich muss man ein bisschen ziehen und gucken, ob es schon geht. Ah, das ist noch ein bisschen. Machen wir noch mal eine Runde. So, gucken wir mal, wie
wurde schon ein bisschen gezuppelt. Geht auch noch nicht ganz, aber es geht schon leicht, aber es kann sein, dass noch. Ja, und das war's schon. Was man machen kann, man kann noch mal kurz drüber ziehen. Dann muss ich einfach den Zeber. Und was der macht, ist, der löst einfach Kleber auf. Machen wir mal weiter. Hier, die Box ist ein bisschen gedamaged, weil die ist zerdrückt worden. Das liegt daran, dass diese Sierra-Boxen nicht schlüssig sind. Die können sie so zusammendrücken. Da müsste man wahrscheinlich mal auseinandernehmen, aber ansonsten kein Problem. Alternativ kann ich natürlich auch einen Innenkarton basteln, aber der ist gut. So, müsste es eigentlich auch schon gehen. Ah, hier. Zack. Geht einfach ab wie eine 1. Jetzt mal drüber. Ein leichter Zitronenduft. Hier haben wir das, ein Preisaufkleber. Der hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist einfach so ein Preisaufkleber aus dem Laden. Der ist wahrscheinlich genauso einfach abgebar. Man sieht es. Es löst sich einfach komplett. Lass uns einfach ein bisschen einlösen. Die nächste Kiste. Wird noch ein bisschen aufwendiger. Hier haben wir diesen Convolution Aufkleber und der ist halt nicht nur aus Papier, sondern der ist auch beschichtet. Und hier drunter ist noch der von der anderen Straße. Da werden wir sogar ein bisschen Archäologie betreiben, nämlich einmal die Wandsbeker Straße. Man merkt, wenn man jetzt hier drauf macht, das zieht kaum ein. Die Boxen sind so gut, da passiert überhaupt nichts. Das verflüchtigt sich komplett, also man hat danach gar nichts mehr von dem Aufkleberentferner drauf. So, mal schauen, hier hat es ein bisschen eingezogen, mit dem Finger noch mit Kunst drunter. Da passiert noch nichts. Das ist ein bisschen hartnäckiger. Ja, wieder ein bisschen einziehen lassen. Ist so eine längere Aktion. Hier kann man gucken, kommt man gut runter, aber da passiert noch gar nichts. Da bewegt sich noch gar nichts. Aber man sieht schon ein bisschen runter. Und noch eine Kiste. Mech Warrior. Die werde ich sowieso. Ja, die hat innen drin. Das zieht wieder super ein. Sehr dankbar. Wollen wir nicht viel machen. Hier muss man aber die Inbox mal verstärken. Das ist auch wieder so eine Inbox, die eine Klappe hat. Ach nee, noch einfacher. Hier hat es eine Inbox, wo die CD eigentlich hier vorne rein gehört. Und wenn man die nicht da vorne rein macht, dann zerdrückt es die. So, wenn man das so machen würde, ist es eigentlich wieder, naja, nicht wirklich fest. Und jetzt ist es wieder besser. Um das richtig rauszukriegen, nimmt man die Inbox aus und bügelt das Ding. Mal schauen, wie gut ich das hinkriege. Hat es auch ein paar Kniffe. Schau mal. Ja, hat noch nicht viel, das hat noch lange nicht gereicht. Nächste. Der hartnäckigste. Das wird heute nichts mehr. Da werde ich ein zweites Video machen. Ah, da kommt schon, sieht man jetzt den unteren Aufkleber, der sich ein bisschen auflöst. Man sieht auch, das ist einfach ganz glatt, da zieht nichts rein. Jetzt kann man schon mal. Aber da ist schon was, also hier sieht man es, dass es sich wirklich löst. Der untere ist noch trocken. Gleich weiter einlassen. Bin ein bisschen ungeduldig jetzt. Nächster. Ja, der ist hartnäckig. Ein Fingernagel drunter. Man kann ein bisschen popeln, aber eigentlich lohnt sich nicht. Es ist zwar eine sehr glatte Oberfläche, also wird kaum was einreißen, aber der ist einfach einziehen lassen. Hier, weg, da hat man die. Perfekt.
Folien. Gut, Folie ist Folie. Sehe gar nichts. Die sind immer noch, also man, da wenn ich jetzt hier anfasse, bewegt sich noch gar nichts. Würde auch einreißen, würde jetzt so einreißen. Wird einfach eingesaut. Zack, zack. Dort hinstellen. Genauso bei dem wunderschönen Spacebox. Riesengroß. Das. Ja, langsam wird's. Langsam wird's. Ruckelt sich schon ein bisschen was ab, aber wie gesagt, richtig, es muss eigentlich einfach abgehen. Hartnäckige, was sagt der? Ah, schon bewegt sich wieder was. Also vorher gar nichts, also man konnte gar nicht ziehen. Jetzt dreht sich das ab. Immer rundherum, damit man nicht irgendwie eine lange Reißleine hat. Und wird jetzt noch kopieren. Das ist nochmal, wie eine Archäologie, wir sind jetzt eine 10 Jahre in der Vergangenheit gegangen, das war die Beethovenstraße. Wieder, hier ist es schon aufgelöst, das sieht man es, da ist es noch komplett trocken, wieder drauf. Ich lasse natürlich solche Aufkleber wie 14 Missionen, Version 1.1 oder was, was von der Gaming Companies lasse ich drauf, aber natürlich so Aufkleber von Läden, Wiederverkäufern, Preisaufkleber, die vielleicht sogar noch im Budget-Aufkleber sind oder von Karstadt, die mache ich natürlich runter. Behaupte mal, bewegt sich immer noch nichts. Ja, von wegen. Ja, bewegt sich. Es ist noch hartnäckig, aber von wegen hartnäckig. Das ging vorher null ab. Und jetzt haben wir es abgemacht. Jetzt haben wir noch den Aufkleber. Man sieht den ein bisschen noch. Der ist jetzt schon ein bisschen aufgelöst. Der wird jetzt, sich jetzt komplett auflösen. So, bleibt noch ein bisschen was übrig. Einfach nochmal einziehen lassen. Und der nächste, da ist ja vorhin schon ein bisschen abgegangen. Null Aufkleber, nichts mehr da. Das gleiche hier. Man kann das sogar benutzen, um hier insgesamt so ein bisschen Sachen, die dran sind, einfach nachzuziehen. Boah, das lasse ich jetzt kreten. Nee, doch. Und hier der Aufkleber wird wahrscheinlich genauso leicht abgehen. Nur so mit dem Finger lang drunter. Als ob nie einer da gewesen wäre. So, schön gleich mal wieder hier hin. Ah, es ist perfekt, kann ich sagen. Jetzt schauen wir uns mal den üblen Aufkleber an. Der war jetzt wirklich in der Hand, der bewegt sich noch gar nichts. Und der ist jetzt schon mal angerissen worden. Ich habe es nicht gezogen, da ist was kaputt gegangen. Ja, genauso, der war schon offen. Das ist jetzt schade, weil es hätte nicht sein müssen. Dann muss ich natürlich überlegen, ob ich hier weitermache, weil das sieht auch hässlich aus. Oder ich mache einen Original Beethovenstraßenaufkleber und lasse den drauf. Ich lasse den jetzt drauf, weil eine kaputte Hülle ist schlimmer als ein Aufkleber. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, den haben wir vergessen, der ist komplett trocken. Nee. Geht einfach so ab. Zack. Da hat man gesehen, das ist super. Super einfach, es abgeht. Auch schon fertig. Das war's. Alle Aufkleber ab. So, von wegen, ich mache den Aufkleber nicht ab. Ich habe den nochmal von oben abgezogen. Da war ja so eingerissen. Und dann dachte ich, ich krieg's gar nicht ab, weil das in der Folie, in der Packung doch angerissen war. Von wegen. Es ist komplett abgegangen und ich habe auch schon eingeweicht. Das können wir jetzt mal wegmachen. So. Erkennt man an dem Glanz, das ist weg. Und hier
ist es tatsächlich so abgerollt, dass der Riss, der vorher auf dem Aufkleber war, wieder an der Packung ist. Genauso hier ist eine kleine Delle drin. Der Aufkleber sehr hartnäckig war. Hier haben wir noch ein bisschen Kleber, der klebt auch noch. Der wird einfach noch mal ein bisschen eingesprüht. Und hier sieht man halt minimal, wie der Aufkleber da absteht. Aber gegenüber dem großen Aufkleber ist da natürlich nichts. Schlimmer war der. Den habe ich jetzt 5 Minuten ziehen lassen. Da bewegt sich noch gar nichts. Der ist wirklich hartnäckig. Das liegt daran, dass der komplett das Folie ist. Also wenn ich hier oben was drauf spüle, kann das überhaupt nicht durchweichen. Also das hängt einfach noch da. Und das ist jetzt wirklich so eine Geduldsarbeit. Man fängt ein bisschen an. Ja, hier merkt man schon. Bisschen bewegt sich's. Backen ist gut, also da brauche ich nicht so viel Angst haben, dass es das abgeht. Aber in dem Augenblick, wo es eigentlich einreißt, also wenn ein bisschen was hängen bleibt, wird man sofort aufhören. Und da, jetzt ist genau der Punkt, wo sich was einreißt. Und das liegt einfach daran, dass der Leim noch hartnäckig ist. Da wird einfach wieder ein bisschen eingesprüht und dann lassen wir es einfach noch ein bisschen ziehen. So, jetzt hier unten noch den letzten Fleck. Fertig machen. Zack, zack, zack. Ja, also, wenn hier nur noch so ein bisschen Kleber drauf ist, der löst sich komplett. Und auch wenn man mal eine Packung hat und den so einsprüht und dann jetzt hier ein dunkler Fleck entsteht, was feucht ist, das geht komplett. Also, das verdampft zu 100%. Also, nicht verdampft, sondern flüchtigt sich. Es riecht noch ein bisschen aktuell, beziehungsweise der ganze Raum riecht danach. Sehr schön. Ja, mal schauen. Hier ist ein bisschen wie so ein Film drauf. Ja, und schon das, was vorher abgegangen ist, geht jetzt komplett sauber. Aber auch wieder nur ein Stückel so weit, wie halt das vorgedrungen ist. Und dann geht es weiter. Hier kann man schon mal den hinteren Teil Aufkleber dieses Films abmachen. Hier oben üblichen Ecken, das passiert immer, weil wenn man es so aufzieht, dann merkt man einfach, dass die Ecken immer da bleiben. Das ist meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler, beziehungsweise alles hält die Box noch. Na gut, schauen wir mal weiter. Ah, sehr hartnäckig. Eieiei. Da sieht man wieder was. Auf der anderen Seite probieren, ob sich da was gelöst hat. Ja, es bewegt sich. Sieht es schon wieder ein bisschen. Und das war es schon wieder. Also, liebe Händler, wir können nichts mehr daran ändern, aber bitte keine gummierten und lackierten Aufkleber machen. Papieraufkleber wären besser. Aber es ist natürlich ein Sicherheitsetikett gegen Datendiebstahl. Dürft ihr machen, was ihr wollt. Jetzt bewegt sich was. Da oben zieht sich noch was ab. Wer hat sich alles aufgelöst? Zack! Das war's. Auch dieser hartnäckige Aufkleber ist weg. Jetzt sieht man komplett hier diesen Aufkleber. Ist einfach reingespült. So. Nochmal. Das ist eine Sache von 2-3 Minuten. Und schon, es geht schon ein bisschen was weg. Immer noch da, aber es ist schon dass da nicht mehr viel übrig ist. Nochmal. Und
Jetzt sieht man genau diesen Fleck, dass es ein bisschen dunkler wird. Das dauert jetzt eine halbe Stunde, dann ist es wieder hell. Und auch den Aufkleber hätten wir losgeworden. Perfekt, das war's von mir. So, jetzt habe ich mir nochmal die Teilfarbe angeguckt und mal genau geschaut, was ich denn eigentlich hier so bekommen habe. Also, das war das Teilfarbe von Robin. Aufkleber alles ab, sieht wieder gut aus. Und was ich vorher überhaupt nicht gemerkt habe, hier, es ist Pressrelease, beziehungsweise es ist eine Ausgabe. Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Musteranforderungen an und vergessen Sie nicht, Ihre Belegsexemplare zu schreiben. Und so voll Pressrelease mit der Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Die Geschichte kennen wir. Und die Originalpreise, Englisch 119, 120 D-Mark und Deutsch 140 D-Mark. Da hat damals LucasArts ziemlich zugeschlagen, aber bei dem Spiel konnte es machen. Dann die Disketten, habe ich auch nicht gemerkt. Also, wie wunderschöne Disketten, haben wir ja gesehen. Aber, da sind die Aufkleber rausgegangen. Das ist die 6-Diskette, der Ersatzaufkleber. Und da das nie im Handel war, würde ich sagen, da hat jemand beim Packen gepennt. Was haben wir noch hier drin? Dann haben wir hier das Inhalt, das Handbuch und das schöne Buch. Das hat schon erzählt. Super. Das war die Version. Dann im Schrank. Ja, was ähnliches. Komplett deutsch. Da habe ich jetzt einmal die englische mit deutschen Handbüchern. Das war also die 120 D-Mark Version. Das ist die 140 D-Mark Version. Super. Da gab es immer diese Softgold Lizenz Aufkleber. Ah, die könnte man vielleicht noch abmalen, aber eigentlich, die waren schon immer dabei. Sonst, der Inhalt ist gleich. Hier habe ich natürlich jetzt, nicht wie anders zu erwarten, die 6. Diskette mit dem richtigen Aufkleber. Wer weiß. Dafür gab es den Softwarekatalog, der in der Pressrelease nicht drin war. Mit ein paar Karten. Und ein Handbuch. Sonst der gleiche Inhalt. Teilfighter Diskettenversion, für die, die es nicht haben wollen, für die, die nicht haben wollen, die nicht ausgereicht haben, gibt es natürlich noch eine Missionsdiskette, auch wie bei einer anderen. Da ist nicht mehr viel drin. Hier habe ich eine nächste schöne Box dazu, komplett deutsch, die ist nicht so voll. Gibt es halt nur noch 2 Disketten und ein Handbuch dazu. Auch wieder Publisher Softgold. Und wenn man jetzt nicht so viele Boxen im Schrank haben will, was ich natürlich nicht verstehen kann, aber es soll Leute geben, die weniger Boxen haben wollen, da, die können sich natürlich dann die CD-ROM-Version nehmen. Für mich nicht so spannend, aber natürlich in der Sammlung drin, weil die ist wirklich ein bisschen umfangreicher. Das ist hier Making of Star Wars Trilogy Special Edition, dann die CD-ROM, das sind dann alle Sachen drauf. Und hier fehlt natürlich dann das Buch. Hier gibt es noch das Handbuch. Handbuch zur Problembeseitigung soll es auch geben. Referenzkarte und die Karte dazu. So, und jetzt ein Nachteil. Wenn man die Boxen alle hat, dann stellt man die erst so ins Regal rein. Und was erkennt man? Wenn die mal ein bisschen in der Sonne gestanden haben, dann erkennt man nur hier, das eine in die Sonne geschossen hat, hier natürlich nicht. Andersrum stellen wir eine Option, aber ausgebleichte Sonnenseite hat jede gute Sammlung, so ist es normal. Da muss ich mir überlegen, was ich mache, aber die kommt in die Klappensammlung drin, weil die Version habe ich nicht. Das war's aber jetzt.